Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scrap Mechanics. Ich habe hier mal was gebaut. Das Problem ist an der Sache, es sollte eigentlich ein Katapult werden, aber es ist kein Katapult geworden, es ist irgendwas anderes geworden. Hier mit so einem Ding zum Ausschieben und eigentlich ist es schon fast eine Presse. Aber im Endeffekt ist das Problem gewesen bei der ganzen Konstruktion, dass der Schwerpunkt von dem Motor, also der Anlauf, die Anlaufgeschwindigkeit des Motors hier viel zu gering ist. Da kann man nichts mit katapultieren. Das Problem ist nur jetzt an der Sache, ich habe jetzt einen Weg gefunden. Ich habe jetzt hier so eine riesen Rampe gebaut, oder beziehungsweise so einen riesen Steg gebaut, dass ich hier praktisch hochkomme. Und ja, also es sieht merkwürdig aus. Wie gesagt, also hier, da sind noch Reste und so weiter und so fort. Ich habe hier hinten auch so eine kleine Produktionsstätte gebaut. Hier stehen natürlich noch die Fahrzeuge von mir und von Nao, mit denen wir noch das Rennen machen wollen. Dann habe ich hier so ein kleines Haus gebaut. Da machen wir gleich noch eine Tür rein, weil das ist nämlich der Mechanismus, den ich da hinten benutzt habe, derselbe. Aber vorher halt, wie gesagt, ich will jetzt mal ganz kurz das Katapult ausprobieren, weil wenn es okay, mich katapultiert ist. Wie man gesehen hat, ist lustig. Ich drücke mal kurz den Modus. Ich habe diesmal einen männlichen Charakter genommen. So, mal gucken, wie weit wir jetzt fliegen, wenn ich das nochmal, das Ganze nochmal mache. Ich muss den richtigen Punkt erwischen. Oh yeah. Also es ist schon cool. So. Es ist halt eine ganz einfache Konstruktion, halt ein Motor, da ist so ein Rad da drinne und dann halt dieses Ding, was eigentlich eine Schaufel und ein Gegengewicht sein sollte, was aber halt nicht so ganz funktioniert hat. Weil das ganze Teil halt nicht auf Spannung steht. Bei einem richtigen Katapult ist es ja so, es wird gespannt und die Spannung wird dann weggenommen, das Gegengewicht knallt volle Kanüle runter und dadurch ersetzt es den Gegendruck, der gebraucht wird, um halt das Geschoss zu katapultieren, was hier irgendwie leider nicht geht. Das Einzige, was es katapultiert, ist mich. Aber ist schon mal eine coole Idee. Könnte man auch für irgendwelche anderen Sachen benutzen. Ich weiß zwar nicht für was, aber auf jeden Fall mit Sicherheit vielleicht als Transport-Dingens, um von Haus zu Haus zu jumpen praktisch. Das wäre was, oder? Könnte ich mir so vorstellen. So hier eine und da drüben eine und was weiß ich hier. Wenn da irgendwie Gegner im Survival-Modus oder irgendwas dazwischen liegt, könnte man dann hier so. Yeah, Batsch. Ich find's lustig. Ich mach das gerne. Ich krieg halt nur nicht genug Drehmoment drauf. Also im Prinzip, ne, sieht man's. Wenn ich jetzt vielleicht den Motor mal ausschalte. Aua. Aua, hallo. Ich renne ja auch noch rum. Und das Ganze beschleunige, indem ich weniger Gewicht nehme. So. Ich muss mal kurz wieder an die Innenansicht. So kann ich das nicht. Fällt mir schwer. So. Wenn man jetzt das Ganze hier ein bisschen mit weniger Gewicht macht, dass das Ding noch auf mehr, was soll denn das hier? Auf mehr Schub kommt. Ist glaube ich auch nicht mehr Schub, oder? Ist einfach zu langsam. Der Motor dreht zu langsam. Das ist ein geringer, zu geringer Moment. Nee, wir kommen nicht wirklich weiter. Also im Prinzip liegt es nicht daran. Vielleicht muss ich das Metallgewicht mal wegmachen. Oh! Alter. Und der hat keinen Helm auf. So. Machen wir das hier mal alles weg? Nein! Jetzt habe ich hier. Shit. Jetzt habe ich hier die falsche Seite mitgekillt. Muss es kurz nochmal neu aufbauen. Dauert ja nicht lange. So. Doch, könnte lange dauern. Ah, ne, okay. Wow. Jetzt dreht er aber krass. Vielleicht brauchen wir das Teil gar nicht. Nein, shit. Okay, ganz ohne eine Plattform geht es anscheinend nicht. Bisschen eine Plattform, aber aus Holz, weil das ist relativ leicht. So, machen wir das Ganze mal so. So, und dann machen wir den nochmal an. Und dann probiere ich nochmal mein Bestes und versuche da nochmal drauf zu hüpfen.
Hä? Okay, jetzt habe ich das Ganze blockiert. Also gerade hat es irgendwie besser funktioniert. So. Nee, so funktioniert es nicht. Da dreht er viel zu schnell. Oder ich erwische die Plattform nicht. So, nochmal hier an der Seite nochmal so ein Ding machen. Ja, auf jeden Fall ist es halt schade. Ich wollte eigentlich so ein richtiges Katapult bauen. Aber leider, wie gesagt, der Anfangsstrom ist zu gering. Denn wenn das Ding jetzt von 0 auf 100 innerhalb von, was weiß ich, einer Sekunde gehen würde, dann würde es funktionieren. Aber eine andere Idee ist mir jetzt leider nicht eingefallen. So. Da oben blockiert gerade das Stück, was ich da aus Versehen abgemacht habe. So, nochmal. Wow, ja. Das war schon mal besser, aber wir müssen halt... Ich glaube, ich muss noch mal so einen etwas höheren Punkt erwischen. Ja, hier sieht es aus wie auf dem Schrottplatz, aber egal. Ich muss einen höheren Punkt erwischen. Stopp mal so. Einen viel höheren Punkt. Machen wir es mal so. Und so, mal gucken. Oh, ich sollte auch mal springen. Und nicht nur mich fallen lassen wie so ein nasser Sack. Beziehungsweise vielleicht brauchen wir jetzt hier so schon eine kleine Rampe rein. Okay, das war zu viel. Der muss weg. So, sehr schön. Jetzt muss ich hier wieder eine Runde rumjumpen. So, hier noch einen, dass das genau parallel ist. Und jetzt laufe ich einfach mal so. Ah, ist immer noch nicht. Der schießt einfach noch hoch, anstatt nach vorn. Also es sollte schon dann der richtige Winkel getroffen werden. Nur der Winkel passt halt nicht. Man müsste das jetzt praktisch hier so ein bisschen umbauen. Aber ich glaube, da komme ich nicht so einfach hoch dann. Aber wenn ich doch das hier hinbauen kann, dann bauen wir das mal hier so hoch. Vielleicht. Ja, das war schon mal besser. Oh, hier liegt ein Klotz. Ja, doch, das geht schon immer weiter. Okay, also das funktioniert schon irgendwie wunderbar noch nicht so, aber ist schon eine coole Idee und macht auch richtig Spaß, muss ich ehrlich sagen. So, hier einfach da mal... Na toll, wenn man den trifft. Hier einfach rumzufliegen. Aber es ist halt der Weg zurück immer so ein bisschen beschwerlich. So, aber egal, wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Eingangstür vom Haus. Ich komme hier einfach nicht mehr hoch. Bin, glaube ich, zu fett. Ja. Einmal probier es noch und dann machen wir wirklich die Eingangstür vom Haus, weil es dauert nicht lange. Aber es ist halt eine coole Geschichte, wenn man den... Ich muss hier irgendwie was, eine Leiter oder sowas. Es ist halt sehr schade, dass es hier noch nicht so wirklich viele Sachen gibt. Aber ich denke mal, das wird dann in der Zeit auch noch kommen. Wow. Ja, okay, das war schon weiter. Also es funktioniert. Machen wir die ganze Geschichte mal aus. Aber ich denke mal, später wird man dann mit Sicherheit auch Benzin und sowas brauchen vielleicht. Hoffe ich. Wäre cool. So, jetzt probiere ich mal ganz kurz meine Produktionsstraße aus. Man schiebt die Sachen hier rein. Das Paket fällt hier runter, fällt hier auf diese Dingens, auf diese Rädchen und wird halt hier an der Stelle befüllt, weil hier ist der Auswurf. Also ich hatte mir das eigentlich so vorgestellt, dass wirklich... weil ich habe ja hier diese Pakete gesehen. Hier sowas zum Beispiel, Plant Container und so, Orangenboxen. Dass vielleicht das dann irgendwie so ist, dass man hier hinten diese Weizen- und Maisfelder abernten kann im Survival-Modus. Die mit irgendeinem Trecker oder irgendwas abernten kann oder eine Pipeline bis dahin zieht, den Trecker, was für sich, an die Pipeline anschließt, das Getreide durch die Pipeline hier runter, also hier ankommt, hier eine Kiste hochgeschoben wird.
Ja, deswegen ist das, was daneben fällt, fällt halt hier wieder rein und wird wieder hochgezogen und kann hier wieder verpackt werden. Und dann kommt das Paket halt hier an, wird hier reingeschoben, dann fährt das Teil hoch, wenn das Paket halt voll ist. Dadurch rutscht das Paket hier runter. Ab, wenn das Gewicht hat, dann rutscht es ja runter, rutscht hier auf die Räder und wird dann halt so nach vorne wieder raustransportiert. Und kann hier halt sozusagen abgeholt werden und weggeräumt werden, beziehungsweise dann versendet werden. Ich weiß ja nicht, wie es dann laufen soll. Wie gesagt, es ist ja noch eine Early Access vor 3, 4, 5 Tagen oder so letzte Woche irgendwann rausgekommen. Und ich bin gespannt halt, was da noch kommt. So, jetzt machen wir aber erstmal unsere Tür. Die Tür für den Raum hier. Und zwar fangen wir an mit einem Träger. Ich benutze dafür sehr gerne die Träger. Ich hoffe, ich habe den richtig gesetzt. So, dann brauchen wir das. Das muss aufgehen wie eine Schere. Das heißt, der obere so, der so und der so und der letzte muss halt rausziehen. Das heißt, ich brauche den. Dann brauche ich den. Dann kommt der, aber den muss ich von unten dran setzen, sonst wird das wieder nicht gezählt. So, jetzt machen wir erstmal den Test, ob es funktioniert. E und dann muss der um 45 Grad nach da offen gehen, glaube ich. Ne, es geht nur in die falsche Richtung. Egal, ich kann den drehen. So, jetzt wird der Junge ja schon ankratzen. Das sieht man ja. Der würde jetzt hier unten ankratzen, wenn wir hier jetzt das Ding dran machen. Das heißt, der müsste rein theoretisch gesehen höher. Er muss höher. Definitiv. So, da muss erstmal hier unten so ein Teil dran. Aber richtig rum, bitte. Ich möchte es gerne richtig rum. Warum geht denn das nicht? Geht das nur so? Das ist aber schlecht. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwas anderes finde. Vielleicht geht es auch damit. So, vielleicht geht das auch damit. Es ergibt wieder nicht die Höhe, glaube ich, die ich brauche. So, machen wir es erstmal so. Und fahren den mal aus. Achso, ja, muss ich jetzt wieder einstellen. 45 Grad nach da. Das ist genau verkehrt rum wieder. So, jetzt mache ich mal den dran. Das ist zu hoch. Das heißt, ich brauche die kleinen. Muss ich selber was bauen. So, 1, 2, 3 und den dann da dran. So, mal gucken. Ja, sehr schön. So, jetzt muss hier wieder so einer dran. Stopp, erst das Ding. Dann der. Machen wir dann einfach so. Und dann das und dann das und dann der. Und jetzt kann hier wieder so einer dran. So, was passiert jetzt? Sehr schön. So, jetzt muss aber der nach da. Ist immer noch zu kurz. Eigentlich müsste der ein Stück länger sein. Ja, der letzte. Ja, es ist sehr wichtiger, dass der letzte richtig läuft. So. Jetzt müssen wir es probieren. So, jetzt muss der genau entgegengesetzt in 90 Grad. So, genau. Und jetzt muss der letzte gerade auf der Erde nach unten. Und der sollte aber richtig gerade sein. Und einfach nur stehen bleiben. So, genau. Und dann. So. Und jetzt muss der halt trotzdem noch verbunden werden, weil der muss so gerade bleiben. Der muss jetzt 45 Grad nach da.
Ne, genau, verkehrt rum. Egal, drehen wir den so. So, weil der muss so bleiben. Und jetzt können wir praktisch hier ein loses Ende dran machen. Und den kann man jetzt. Funktioniert das so? Ja. So. Der müsste aber. Stopp. Der müsste in der ersten Position. Welcher war das jetzt? In der 3. Die 3 müsste erst auf 0 bleiben und dann 45 Grad ausfahren. Gucken. 3 steht so auf 0, das heißt, er muss um 45 Grad nach da, hoffe ich. Oder um 9, nee, es sind 90 Grad. So. Na, passiert was? Das sollte eigentlich die Ausgangsposition sein. Ah nee, stopp. Ja, Trottel. Und dass das die Ausgangsposition ist, muss ich den ja erstmal nachsetzen. Und zwar muss ich den erstmal so setzen. Und dann ausfahren. So. Genau, das ist jetzt die Ausgangsposition. Ich muss das Ding hier drauf. So, genau. Jetzt fährt er so in die Ausgangsposition. Und jetzt muss der halt. Ich stelle mal kurz nochmal auf 0. So, jetzt ist er 0. Und jetzt muss hier der letzte dran. So und dann so. So. Und der muss jetzt auch noch mal um 4 Grad, 30 Grad, 45 Grad, glaube ich, nach vorne. Ja. Nee. Da haut was nicht hin, weil der muss als letzter muss der rausfahren. Das heißt hier auf der dritten Position 45 Grad. So, so ist gut. Jetzt muss ich gucken, wie weit der im eingefahrenen Zustand ist. So, das heißt, das ist zu weit. So, und jetzt machen wir hier mal die Tür zu. Stopp, das ist falsch. Ich muss ja immer den Klotz hier mit dem Rest verbinden. Sonst reißt es das Ding auseinander. Man sieht jetzt hier. Diese Kante ist nicht genau bündig, das heißt, das Ding ist komplett lose. Ja, perfekt. Finde ich gut, funktioniert so. Jetzt machen wir hier aber noch mal eine Schiene dran und verkleiden das Ganze. Dann geht das nicht auch so, weil ich im Weg stehe. Und hier kommt noch eine Stufe dran. Funktioniert dann irgendwie wie eine Treppe. Hoffe ich. So, und wenn ich jetzt den Knopf drücke, ich gehe nochmal raus. Oh, jetzt komme ich nicht mehr raus. Okay. Jetzt muss ich hier nochmal kurz einsetzen. So. Hätte man, glaube ich, bestimmt auch anders lösen können, dass der im einen rausfährt. Boah, ich finde das so jetzt nicht schlecht. Ich glaube, das ist nicht Stein gewesen. Das ist Stein. Machen wir hier unten nochmal einen rein. Hier so einen lang. Damit das Ding so eine Art Schiene hat. So. Können wir hier ja auch den hier wegmachen.
Das ist so wie eine Treppe. Kann man hier so reingehen und drückt dann hier einfach den Knopf. Es ist halt nur irgendwie so komisch, dass der hier halt nicht so ganz ausfährt, weil er da ein bisschen zu kurz ist. Aber wenn ich den jetzt tiefer setze, ich könnte den ja eigentlich auch. Ah nee, ich lasse das so. Also man könnte jetzt hier mit der Mechanik noch ein bisschen rumspielen. Das gibt es auch mit Sicherheit andere Variationen. Das ist zum Beispiel hier der hier komplett ausfährt und der komplett ausfährt. Und dann hast du hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr. Man könnte den auch jetzt hier so lassen und das ganze Ding mehr nach da setzen und hier nur eine Schiene rausmachen, dass der im Prinzip hier nach draußen greift und hier die Tür öffnet. Es gibt so viele Variationen dafür. Könnt ihr euch ja selber mal eine einfallen lassen. Und ich mach mal kurz hier ein Dach drüber. Könnt ihr euch ja selber mal eine einfallen lassen. So wie das Ganze noch funktionieren könnte, weil man könnte das Ganze jetzt auch noch verkleiden. Also indem man hier einfach so eine Wand. Ah, hier ist schlecht. Hier so eine Wand setzt. So, aber dann muss ich halt die ganzen Räume wieder umgestalten. Aber vom Prinzip her, wie gesagt, also am besten ist vielleicht erstmal die Türmechanik einbauen und dann den Rest. Funktioniert aber wunderbar. Ich kann mich auch jetzt hier draufstellen. Und schwupp, bin draußen. Machen wir die Tür wieder zu. Also wie gesagt, es gibt da verschiedene ja, Arten. Und auf jeden Fall könnte man dann hier überall so Geheimtüren reinbauen. So eine kleine Geheimtür. Man läuft hier rum und sieht nichts halt außer den Schalter. Vielleicht könnte man den auch irgendwie verstecken. Mit irgendwas anderem. Vielleicht noch einer anderen Mechanik. Und dann weiß man so, ah, hier, wo ist denn hier überhaupt der Schalter? Man sieht ihn nicht oder so. Und dann weiß derjenige, der die Hütte gebaut hat, ah, hier ist der Schalter, hier drücke ich jetzt drauf. Mache jetzt hier wieder meinen Klotz rein. Und dann kann ich hier reinlaufen in mein Haus und bin sicher. Also es sind jetzt nur so Spinnereien und so, sowas halt. Aber ist vielleicht eine coole Variante. So, und ich baue jetzt an der Stelle nochmal mein Haus ein bisschen weiter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, ich denke mal dann beim großen Rennen von Nau und mir. Hoffe ich, dass wir das dann auch mal hinkriegen. Die Woche oder nächste Woche, also beziehungsweise nächste Woche oder vielleicht nur die Tage. So, und ich baue jetzt mal ein bisschen mein Haus weiter. Mal gucken, was ich noch so für schöne technische Sachen, Schnickschnack einbauen kann. Weil das stört mich hier jetzt schon wieder. Rein theoretisch gesehen steht das mit im Gang. Ich hätte das weiter nach außen bauen sollen. Und hätte vielleicht. Ja, ich baue das nochmal um. Und ich würde sagen, an der Stelle beende ich erstmal die Folge. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.